Die Misstrauens- und Kontrollpolitik der DDR wird fühlbar in einer Ausstellung, die heute im Haus der Wissenschaft beginnt. Dort werden die Machenschaften der Staatssicherheit abgebildet. Heute ist Eröffnung und die Leiterin der Stasi-Aktenbehörde, Marianne Birtler, ist eigens dazu nach Bremen gekommen. Gleich ist sie hier im Studio. Vorher ist Carsten Prehn aber schon mal durch die Ausstellung gegangen und hat Bremer mit Stasi-Akte getroffen. Feind ist, wer anders denkt, heißt die Ausstellung. Und anders denken, das ging ganz schnell in der DDR. Die Stasi hat es oft nur viel schneller bemerkt als die Andersdenkenden selbst. Ich habe es, sagen wir mal so, lange Zeit selber gar nicht für möglich gehalten, weil ich eigentlich meiner Meinung nach ein ganz unauffälliger, braver, sozialistischer, heranwachsender Bürger war. So kann man sich irren. Die Staatssicherheit kam mit ihrer Bespitzelung meist zu ganz anderen Ergebnissen. Pedantisch und unbeirrbar wie sie war, wenn es darum ging, Menschen auszuspähen, Berichte zu verfassen und Akten anzulegen, die dann rasch wachsen und zu Verhören oder Gefängnisaufenthalten führen konnten. Martin Zeuschner zum Beispiel, Wahlbremer aus Wolgast, stand auch unter Beobachtung, schon als Teenager. Wir reden von einem Lebensabschnitt zwischen 13 und 17 Jahren. Dann war der Spuk der DDR nicht nur für mich, sondern generell vorbei gewesen. Sagt, dass so jemand überhaupt schon interessant sein konnte für einen Staat, sagt, den aktenkundig zu machen. Und das war für mich schon erschütternd. Waren es unbedachte Äußerungen im Schülerkabarett, die ihn die Schauspielausbildung gekostet haben? Notizen seiner vermeintlich väterlichen Freunde und Lehrer lassen darauf schließen. Steht alles in der Akte. Ganz anders der Fall Horst Frehe. Der gebürtige Bremer ist Richter und Bürgerschaftsabgeordneter. Anfang der 80er Jahre wurde er beim Versuch, DDR-Freunden zur Republikflucht zu verhelfen, verhaftet. Natürlich wurde das haarklein dokumentiert. Rausgekommen aus dem Stasi-Knast ist er damals wahrscheinlich nur, weil dort querschnittsgelähmte Häftlinge nicht vorgesehen waren. Einen Rollstuhlfahrer in seinen Gefängnissen zu haben, war auch für die DDR nicht sehr einfach. Und da war man froh, dass man mich sehr schnell wieder los war. Ich war nach 3 Wochen aus der Haft wieder im Westen. Fast möchte man schmunzeln über den glimpflichen Ausgang der Geschichte. Aber eben nur fast. Trotz Nostalgie und romantischer Verklärung der DDR, die Deutsche Demokratische Republik war ein Unrechtsstaat. Für Horst Frehe belegen das Millionen Stasi-Akten. Ich finde, das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen finde ich wichtig, dass dieses Stück Geschichtsaufarbeitung auch weiter möglich bleibt. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass Menschen, die Akten, die in solchem Unrechtssystem angelegt worden sind, sich heute noch angucken können, auch gucken können, wie waren die Querverbindungen. Also auch für die historische Arbeit ist es ja ungeheuer wichtig, wie haben solche Behörden gearbeitet. Aber auch für sich ganz persönlich selbst herauszufinden, wer hat mich eigentlich damals beobachtet und wer stand da mit der Stasi in Kontakt. Das finde ich eine ganz wichtige Angelegenheit. Die Leiterin der Stasi-Aktenbehörde, Marianne Birtler, ist hier. Frau Birtler, Sie haben gerade ganz fasziniert den Fall von Herrn Frehe beobachtet. Sowas berührt Sie immer noch. Sie haben noch nicht so viele Akten gesehen? Na, das ist ja immer die Kunst, einerseits eine gewisse Routine zu entwickeln. Man kann nicht bei jedem Einzelfall in Tränen ausbrechen. Das darf auch eine Schwester im OP-Saal nicht. Andererseits darf man auch keine Hornhaut auf der Seele haben und muss berührbar bleiben. Und solche ungewöhnlichen Fälle wie der eben beschriebene, das finde ich schon interessant, weil er hat Mut gebraucht. Woher sollte er denn wissen, dass seine Vermutung dann auch eintrifft? Er ist ein großes Risiko eingegangen, um seinen Freunden zu helfen. Und das finde ich beachtlich. Er hat ja auch gerade ganz klar gesagt, diese Behörde ist unheimlich wichtig, um Geschichte und auch persönliche Geschichte aufzuarbeiten. Gibt es denn immer noch so viele Menschen, die ihre persönliche Geschichte aufarbeiten möchten bei Ihnen? Ja, erstaunlicherweise ist die Zahl in den letzten Jahren wieder angestiegen. Also insgesamt haben schon 1,7 Millionen Menschen nach den Akten gefragt und zurzeit gehen immer noch so zwischen so um die 90.000 Anträge pro Jahr bei uns ein. Und das ist eine Zahl, mit der hat niemand gerechnet, dass das Interesse so groß werden würde. Also es gibt doch sehr viele Leute, die Nein zum Schweigen sagen, wenn es um die Vergangenheit geht. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ihre Behörde muss geschlossen werden. Was sagen Sie denen?
ja, dass die Aufgaben, für die sie geschaffen wurde, noch nicht erledigt sind. Und das braucht auch eine gewisse Zeit. Die Zahlen sind der eine Grund. Und das andere, dass die Stasi-Unterlagen doch sehr anders beschaffen sind als normales Archivgut und man deswegen auch besondere gesetzliche Regelungen dafür braucht. Sie sind jetzt hier nach Bremen gekommen, weil die Ausstellung Feind ist, wer anders denkt, eröffnet wird. Sie sind ja selbst in der DDR aufgewachsen. Waren Sie Feind? Na, zumindest bin ich als ein Risiko betrachtet worden. Also ich bin auch überwacht worden, es sind Akten über mich angelegt worden. Ich habe in der evangelischen Kirche in der Jugendarbeit gearbeitet und das war per se ein Feld, auf das die Staatssicherheit viel Aufmerksamkeit verwandt hat. Denn dort bildeten sich politische Gruppen, dort waren eigensinnige Leute versammelt und das war von vornherein immer Anlass zu Misstrauen. Die Ausstellung soll auch so ein bisschen das Bild ja gerade rücken. Die Jugendlichen von heute haben ja ein etwas falsches Bild von der DDR. Glauben Sie, dass diese Ausstellung hilft, das wieder klarer zu machen, dieses verwischte Bild? Na, wir hoffen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Denn wenn man Menschen vermittelt, welchen Repressionsapparat sich diese SED-Diktatur gehalten hat, dann wird wohl vielen klar, was es für ein Wert ist, in Freiheit zu leben, vor solch einer Geheimpolizei geschützt zu sein, damit nichts zu tun zu haben, in einem Rechtsstaat zu leben. Dazu wollen wir auch beitragen. Außerdem, glaube ich, sind wir den nächsten Generationen es auch schuldig, dass wir daran erinnern, wie Menschen unter den Bedingungen einer Diktatur gelebt haben. Auch daran erinnern, dass viele redlich geblieben sind und Mut gehabt haben, auch zu widersprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio und viel Erfolg mit der Ausstellung. Danke.